Deutschland hat eine lange Tradition von Demokratie und Meinungsfreiheit. Dennoch sehen wir heutzutage, dass diese fundamentalen Werte zunehmend in Gefahr sind, besonders wenn es um den Umgang mit der zweitstärksten Partei im Land, der AfD, geht. In diesem Video wollen wir uns eingehend mit dem Verhalten etablierter Politiker und Medien gegenüber der AfD und ihren Wählern auseinandersetzen und kritisch hinterfragen, ob dies wirklich dem demokratischen Grundgedanken entspricht. Damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Volksnah, auf dem wir uns mit den jüngsten politischen Geschehnissen befassen. Vor wenigen Tagen hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in einer TV-Sendung die AfD-Politikerin Alice Weidel als Nazi bezeichnet. Diese Aussage hat für viel Aufsehen und Empörung gesorgt. Nicht nur bei den Anhängern der AfD, sondern auch bei zahlreichen Bürgern, die die fortschreitende Verdrohung des politischen Diskurs mit Sorge betrachten. Man mag über die politischen Ansichten der AfD geteilter Meinung sein, aber stellt sich die Frage, ist es wirklich angemessen, eine gewählte Vertreterin einer demokratisch legitimierten Partei mit derart diffamierenden Begriffen zu belegen? Ich bin wieder hier, um euch die Wahrheit zu sagen, die andere nicht zu sagen wagen. Bevor wir loslegen, lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass es Zeit ist, die Dinge beim Namen zu nennen, und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine kritischen Analysen mehr zu verpassen. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen nochmal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf, kämpfen auch für die Demokratie. Also es wird etwas anderes sein, als es am heutigen Abend der Fall ist. Wen meinen Sie denn damit? Wissen Sie, dass ich die AfD meine? Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Ja. Okay. Interessant. Gerichtsfest. Sie müssen, das ist Ihre Diskussionsurteil. Nein, das ist eine Unverschämtheit. Also, ein Blick auf die Reaktion zeigt, dass Klingbeil sich mit seiner Aussage in eine Reihe von Politikern einreiht, die glauben, dass solche verbalen Ausfälle legitim seien, um die AfD zu bekämpfen. Doch was sagt das über den Zustand unserer Demokratie aus, wenn der politische Diskurs auf solche Weise geführt wird? Wenn Andersdenkende nicht nur politisch bekämpft, sondern auch persönlich diffamiert werden? Was bedeutet das für die Millionen von Bürgern, die die AfD gewählt haben und damit ihren legitimen politischen Willen zum Ausdruck gebracht haben? Ihr habt doch da sicherlich eine Meinung dazu. Schreibt es mir mal bitte in den Kommentar. Ein weiterer Fall, der zeigt, wie problematisch der Umgang mit der AfD ist, betrifft die Entscheidung des Landgerichts Hamburg. Das Gericht entschied, dass Alice Weidel die satirische Bezeichnung als Nazi-Schlampe hinnehmen müsse. Diese Entscheidung mag juristisch auf einer soliden Grundlage stehen, doch die politische und gesellschaftliche Botschaft, die davon ausgeht, ist verheerend. Wenn es als akzeptabel betrachtet wird, dass eine Politikerin auf solch herabwürdigende Weise bezeichnet wird, dann stellt sich die Frage, wo die Grenzen des Anstands und des respektvollen Umgangs miteinander bleiben. Die etablierten Parteien und die Medien scheinen vergessen zu haben, dass die AfD nicht aus dem Nichts entstanden ist. Sie ist das Ergebnis einer tiefen Unzufriedenheit vieler Bürger mit der aktuellen Politik. Diese Bürger fühlen sich von den traditionellen Parteien nicht mehr vertreten und suchen nach Alternativen. Indem man die AfD und ihre Wähler pauschal diffamiert und ausgrenzt, trägt man dazu bei, die Gräben in unserer Gesellschaft zu vertiefen. Wie seht ihr das? Freue mich über eure Meinung. Es ist auch bemerkenswert, wie selektiv die Empörung über Diffamierungen und verbale Entgleisungen ist. Wenn ähnliche Beleidigungen gegen Vertreter der etablierten Parteien gerichtet würden, wäre der Aufschrei groß und die Forderungen nach Rücktritten und Entschuldigungen würden lautstark erhoben. Doch bei der AfD scheint eine andere Messlatte angelegt zu werden. Dies ist nicht nur ein Zeichen von Doppelmoral, sondern auch ein gefährlicher Trend, der die Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Institutionen untergräbt. Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion oft übersehen wird, ist die Rolle der Medien. Anstatt objektiv und neutral zu berichten, haben sich viele Medienhäuser zu aktiven Teilnehmern im politischen Kampf gegen die AfD gemacht. Berichte über die AfD sind häufig tendenziös und darauf ausgelegt, die Partei in ein möglichst schlechtes Licht zu rücken. Das führt nicht nur zu einer Verzerrung der öffentlichen Wahrnehmung, sondern verstärkt auch das Gefühl der Ausgrenzung und Benachteiligung bei den Anhängern der AfD. Ich empfinde die Rolle der Medien dermaßen anmaßend unglaublich. Wie seht ihr das? Schreibt mir doch bitte einen Kommentar. Es ist an der Zeit, sich daran zu erinnern, dass die Stärke unserer Demokratie daran liegt, unterschiedliche Meinungen und politische Ansichten zuzulassen und miteinander zu diskutieren, anstatt sie zu unterdrücken. Die AfD hat einen erheblichen Teil der Wählerschaft hinter sich und das muss respektiert werden, unabhängig davon,
ob man mit ihrer Position übereinstimmt oder nicht. Die Ausgrenzung und Diffamierung der AfD und ihrer Wähler führt nur dazu, dass das Vertrauen in unsere demokratische Institution weiter erodiert. Ein weiterer Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist die Tatsache, dass die ständige Stigmatisierung der AfD und ihrer Wähler eine Radikalisierung fördern kann. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre legitimen Sorgen und Anliegen nicht ernst genommen werden und sie stattdessen als Nazis oder Rassisten abgestempelt werden, dann suchen sie möglicherweise nach radikaleren Wegen, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Dies kann zu einer gefährlichen Spirale der Eskalation führen, die unsere Gesellschaft weiter spaltet. Statt die AfD und ihre Wähler zu diffamieren, sollten die etablierten Parteien und die Medien sich die Frage stellen, warum so viele Menschen die AfD unterstützen. Welche politischen Fehler wurden gemacht, die zu diesem Vertrauensverlust geführt haben? Welche Themen und Anliegen treiben die Menschen um, die sich von der traditionellen Politik nicht mehr vertreten fühlen? Diese Fragen sind entscheidend, um das Verhalten in unserer Demokratie wiederherzustellen und eine weitere Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, auf die Rolle der politischen Bildung hinzuweisen. Eine gut informierte Bürgerschaft ist das Fundament jeder funktionierenden Demokratie. Anstatt die AfD und ihre Wähler zu stigmatisieren, sollte der Fokus darauf liegen, eine sachliche und respektvolle Diskussion über die politischen Inhalte und Positionen zu führen. Nur so kann eine echte demokratische Auseinandersetzung stattfinden, die auf Argumenten und nicht auf Diffamierung basiert. Welche Meinung habt ihr dazu? Zusätzlich sollte die politische Klasse sich ihrer Verantwortung bewusst werden, als Vorbild zu dienen. Wenn Politiker selbst zu Verbalattacken und Diffamierung greifen, statt inhaltliche Auseinandersetzungen zu führen, geben sie ein schlechtes Beispiel für die gesamte Gesellschaft. Eine Kultur des respektvollen Miteinanders, auch bei kontroversen Themen, ist essentiell, um eine gesunde politische Debatte zu gewährleisten. Es wäre angebracht, dass Politiker aller Parteien sich verpflichten, solche diffamierenden Äußerungen zu unterlassen und sich stattdessen auf die inhaltliche Auseinandersetzung zu konzentrieren. Ein weiterer Denkanstoß betrifft den Umgang mit Protest und Opposition. Die AfD repräsentiert, ob man es gutheißt oder nicht, einen Teil der Bevölkerung, der mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden ist. Diese Unzufriedenheit durch Ausgrenzung und Diffamierung zu unterdrücken, wird diese Stimmen nicht zum Schweigen bringen. Im Gegenteil, sie werden lauter und radikaler werden. Eine demokratische Gesellschaft muss in der Lage sein, mit Protesten und oppositionellen Meinungen umzugehen, ohne sie zu stigmatisieren oder zu kriminalisieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der aktuelle Umgang mit der AfD und ihren Wählern ein ernstes Problem darstellt. Die Diffamierung und Ausgrenzung einer demokratisch legitimierten Partei und ihrer Anhänger widerspricht den Grundprinzipien unserer Demokratie. Es ist an der Zeit, zu einer sachlichen und respektvollen politischen Kultur zurückzukehren, in der unterschiedliche Meinungen und Ansichten zugelassen und diskutiert werden. Nur so können wir das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen stärken und eine weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern. Es liegt in der Verantwortung aller politischen Akteure und Medien, diese Herausforderung anzugehen und die demokratischen Werte zu verteidigen, die unser Land stark und frei machen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass es Zeit für eine Veränderung ist, dann teilt dieses Video so kräftig, wie ihr nur könnt. Wir müssen die Wahrheit verbreiten, denn nur so können wir etwas ändern. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, eine Bewertung dazulassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren politischen News mehr zu verpassen.